Ja, einen schönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer Online-Veranstaltung. Heute sprechen wir über die Themen gute Arbeit, faire Löhne und sozialen Zusammenhalt. Ich bin Dafina Briescher, ich bin hier die Kreisvorsitzende der Jus Eimsbüttel und moderiere hier heute die Veranstaltung. Ganz herzlich möchte ich aber erstmal unsere Gäste hier begrüßen. Das ist hier zum einen Hubertus Heil, unser Bundesminister für Arbeit und Soziales. Moin. Guten Abend, Hubertus. Dann begrüße ich auch Matthias Bartke, Bundestagsabgeordneter aus Hamburg-Altona und Vorsitzender des Ausschusses für Arbeit und Soziales. Hallo Matthias. Hallo, grüß euch. Und Nils Ann, unseren Eimsbüttler Bundestagsabgeordneten und Staatsminister im Auswärtigen Amt. Hallo Nils. Hallo, ich freue mich. Guten Abend. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir wollen auch gleich schon einsteigen. Vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zum Ablauf heute. Im ersten Teil unterhalten wir uns erstmal ein wenig darüber, was wir arbeits- und sozialmarktpolitisch hier in dieser Legislatur durchsetzen konnten und auch ein bisschen den Blick darauf werfen, was wir uns mit unserem Zukunftsprogramm vornehmen. Und im zweiten Teil haben Sie dann die Möglichkeit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier über die Chatfunktion Fragen zu stellen und auch im Livestream, wer da zuschaut, die Fragen zu stellen, die kriege ich hier auf mein Handy geschickt. Also wenn ich hier auf mein Handy schaue, dann nicht, weil ich mich hier anderweitig unterhalte, sondern es dient dann einfach dazu, dass ich hier unseren Referenten die Fragen dann direkt stelle. Genau, dann würde ich sagen, starten wir, wenn es sonst nicht weitere Fragen gibt. Und meine Einstiegsfrage geht direkt an Hubertus. Das Thema, was uns seit anderthalb Jahren bewegt, ist ja die Corona-Pandemie. Gerade in deinem ministeriellen Verantwortungsbereich hat das ja viele bewegt. Wie würdest du denn einschätzen, wie sind wir mit dem Arbeitsmarkt durch diese Pandemie gekommen? Wie haben unsere Hilfen hier gewirkt? Also zum Beispiel das Kurzarbeitergeld, um hier nur ein Instrument zu nennen. Und wie ist deine Einschätzung, wie unsere Sozialsysteme die Folgen der Pandemie hier auch gut eindämmen können? Also zum einen ist Corona ja nicht nur die größte Gesundheitskrise unserer Generation und sie ist noch nicht vorbei, muss man immer sagen. Und ich nutze jetzt auch die Gelegenheit, einfach nochmal zu appellieren, wer sich jetzt impfen lassen kann, sollte sich impfen lassen. Eine Frage der Solidarität, aber auch der Eigenverantwortung. Aber Corona ist, wie gesagt, nicht nur die größte Gesundheitskrise unserer Generation, es ist auch die tiefste Wirtschaftskrise. Und wir haben einiges erlebt. Ich kenne Matthias schon ganz lange und den Nils auch. Wir haben die Finanzkrise vor 10 Jahren alle erlebt und erlitten. Das hier war tiefer und anders. Es war die tiefste Krise der deutschen Nachkriegszeit, was das den Einbruch des Wirtschaftswachstums betrifft. Und es war ja auch eine Weltwirtschaftskrise. Gemessen also an der Tiefe der Krise kann ich feststellen, dass wir am Arbeitsmarkt relativ gut durchgekommen sind. Auch bei uns in Deutschland ist die Arbeitslosigkeit leicht gestiegen, um ungefähr 300.000. Aber vor allen Dingen haben wir es geschafft, Millionen von Arbeitsplätzen zu sichern. Und die stabilste Brücke über dieses tiefe wirtschaftliche Tal, das ist tatsächlich das Instrument der Kurzarbeit. Das hat Beschäftigte in Arbeit gehalten. Es hilft jetzt Unternehmen mit Fachkräften an Bord wieder durchzustarten. Es hat auch gesamtwirtschaftlich die Nachfrage gesichert. Das Instrument übrigens, das ein Amtsvorgänger aus Hamburg mal erfunden hat, nämlich Olaf Scholz in der Finanzkrise. Wir haben es jetzt noch größer ausgerollt, gegen Widerstände durchgesetzt. Ich sage das nicht, damit wir uns als Sozialdemokraten dafür belobigen, obwohl wir das gegen Widerstände auch in der Koalition durchsetzen mussten. Wir haben immer versucht, im Gegensatz zu den Wirtschaftshilfen, die ja oft lange gedauert haben bei Peter Altmaier, immer vor der Welle rechtzeitig zu entscheiden, sondern weil ich mal Danke sagen will, auch den Kolleginnen und Kollegen der Bundesagentur für Arbeit und der Jobcenter, die das alles umgesetzt haben. Nur mal zwei Zahlen. Wir hatten im Peak im April letzten Jahres in der ersten Welle 6 Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit. Das sind 20% aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten Deutschland. Die Zahl ist jetzt stark rückläufig, das ist die gute Nachricht. Die meisten kommen von Kurzarbeit in Vollzeit zurück. Und Kurzarbeit war auch sehr teuer, das muss man ganz offen sagen. Wir hatten Rücklagen bei der Bundesagentur für Arbeit von 26 Milliarden Euro. Die haben wir voll eingesetzt. Wir haben sogar inzwischen insgesamt 38 Milliarden ausgegeben. Und ich hatte manche schlaflose Nächte ob der Größe dieser Zahl. Aber die Alternative, die Rückkehr von Massenarbeitslosigkeit zuzulassen, wäre für Deutschland viel, viel teurer gewesen. Also deshalb kann ich sagen, das hat funktioniert. Vielleicht kommen wir gleich noch drauf. Wir haben aber wie im Brennglas auch erlebt, was nicht funktioniert in Deutschland. Oder was funktioniert im Guten wie im Schlechten. Und da muss man dann auch grundlegende Konsequenzen ziehen. Das erinnert mich tatsächlich neulich an eine Tür-zu-Tür-Aktion, wo sich eine ältere Dame ein bisschen darüber beschwert hatte, dass jetzt ihre Enkelkinder jetzt die Schulden, die gemacht wurden, quasi austragen musste und dass Olaf Scholz daran ja schuld sei. Dann meinte ich, naja gut, aber da haben wir 2 Millionen Menschen vor der Arbeitslosigkeit gerettet. Und dann meinte sie, ja stimmt, da haben sie recht, dann will ich ja doch SPD. Also insofern, okay, wenn das so einfach ging es dann, aber ja. Ja, das ist, aber ich glaube, das ist, also im Scherz, da steckt eine grundlegende
Wahrheit dahinter. Nämlich, du darfst in der Krise nicht in die Krise reinsparen. Mhm. Das ist volkswirtschaftlicher Unfug. Und es ist natürlich auch eine Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Und ja, wir werden mit den Folgen dieser Krise zu tun haben, auch finanziell. Und das ist ja eine große Frage. Wir werden, wenn die Wirtschaft wieder anspringt, auch wieder Einnahmen von Steuern und Sozialversicherung haben. Das wird uns helfen. Aber wir müssen auch darüber reden, dass die Lasten dann gerecht verteilt sind in der Gesellschaft. Auch das ist noch eine große Aufgabe. Ich wollte noch eine kleine Anmerkung machen. Diese 26 Milliarden an Reserven, die wir bei der Bundesagentur für Arbeit hatten, wenige Monate vor dieser Pandemie hat die FDP einen Antrag gemacht und hat gesagt, wir sollten diese Reserven auflösen. Das war nicht in Ordnung, dass wir die haben, volkswirtschaftlich und so weiter. Ich weiß es sehr genau, weil ich dazu geredet habe und gesagt habe, wir haben es bei der Finanzkrise damals gemerkt, wie wichtig es ist. Und es ist eben unglaublich wichtig gewesen, dass wir diese Reserven hatten. Und es war, wir haben sehr, sehr gut zusammengearbeitet mit der Bundesagentur. Ja. Weil Propheten nichts im eigenen Städtchen gelten, wollte ich einmal was Nettes über die beiden hier sagen. Weil ich bin ja heute nur Gast in dieser schönen Stadt. Aber der Abgeordnete von Eimsbüttel und der von Altona, also Nils Annen und auch Matthias Bartke, die haben in dieser Krise wirklich auch eine wichtige Rolle gespielt. Matthias ist Vorsitzender des Ausschusses für Arbeit und Soziales. Es ist ja nicht so, dass ein Minister sich nur irgendwas ausdenkt, sondern es ist ein Parlament, das es umsetzt. Und Nils natürlich auch mit seiner internationalen Expertise. Das war eine richtig fordernde Zeit, also dafür wollte ich euch auch mal Danke sagen. Aber es ist absolut richtig, dass dieser Satz, spare in der Zeit, dann hast du eine Not, das steht glaube ich schon in der Bibel, auch für soziale Sicherungssysteme gelten muss. Wir müssen in guten Zeiten Rücklagen für Krisen aufbauen, die wir dann in Krisen auch so einsetzen können, dass wir Menschen versuchen, vor den sozialen Folgen dieser Krise irgendwie zumindest abzufedern. Ja, absolut. Nun haben wir in dieser Legislatur ja auch andere wichtige sozialpolitische Forderungen und auf den Weg gebracht, um nur ein paar Themen zu nennen, den Mindestlohn, die Grundrente, das Arbeitsschutzgesetz. Damit könnte man zu jedem Thema eine ganz eigene Veranstaltung machen. Aber ein Thema, glaube ich, wo man auch gut den Bogen zu euch rein irgendwie schlagen kann, ist ja das Thema Lieferkettengesetz. Ihr alle drei habt Reisen unternommen in Länder, wo man die Arbeitsbedingungen der Menschen vor Ort gesehen hat. Matthias, du warst 2015 in Bangladesch, Hubertus, du warst neulich in Äthiopien und Nils, du warst in Bangladesch und in Pakistan. Wie habt ihr denn da die globalen Verflechtungen unserer Produktion wahrgenommen und was habt ihr da vielleicht auch für eure Arbeit im Bundestag mitgenommen? In der Tat, ich war 2015, ich habe eine, schon in der vergangenen Legislaturperiode, habe ich eine Delegation des Sozialausschusses geleitet und wir haben dort einen Kranz niedergelegt an dem Rana Plaza. Das ist diese Fabrik, die zusammengebrochen ist und wo über 1000 Menschen zu Tode gekommen sind und fast nur Frauen. Und das war schon unglaublich. Und das Interessante war, dass dann, das wurde ja auch dann international sehr diskutiert, dass die Leute aber nichts mehr gekauft haben. Wo stand Made in Bangladesch, haben die gesagt, wir kaufen nichts mehr. Und dann haben die Unternehmen sich zusammengeschlossen und haben so eine Organisation Accord gegründet, die auf die Sicherheit in den Unternehmen achten. Und das funktionierte relativ gut, muss ich wirklich sagen, aber nur für die Produktion, die für den ausländischen Markt ist. Für den heimischen Markt, das war unterirdisch, was wir dort gesehen haben. Das muss man auch sagen, also wenn man durch Bangladesch fährt, die Botschaft hat uns da durchgeführt, das sind wirklich bitterarme Verhältnisse, das war wirklich ganz bitter. Aber das Interessante war eben, dass die Konsumenten es nicht mehr gekauft haben und das hat funktioniert. Das heißt, also wenn du solche Kampagnen startest, kauft nicht mehr so etwas. Und jetzt ist, und dieses Akkordsystem, das steht zwar immer kurz vorm Aus, aber es funktioniert immer noch und es kann auch eine Blaupause sein für andere Länder. Und wir haben das ja auch ins Lieferkettengesetz reingeschrieben, dass wir so etwas unterstützen. Aber, muss man auch sagen, so ein System kann keine vernünftige Lieferkette ersetzen. Du kannst dich nicht mit so etwas freizeichnen. Das haben wir auch ausdrücklich reingesagt. Mhm. Ja, also ich erinnere mich in der Tat auch sehr gut an diese Reise in Bangladesch. Hat sich viel getan seit dieser Katastrophe, muss man wirklich sagen. Es kommt aber auch da, man kann ja die Lage jetzt in Deutschland und Pakistan oder Bangladesch nicht vergleichen, aber es kommt eben auch da darauf an, dass die Bedingungen garantiert werden von der Regierung, dass sich Arbeiterinnen, sind es ja häufig, aber auch Arbeiter organisieren können. Also das ist ja auch international kodifiziert, gibt es ja auch entsprechende Regeln und internationale Abkommen, die werden aber häufig nicht durchgesetzt. Ja.
Und ich glaube, dass wir mit der Marktmacht, die wir hier mitbringen, du hast es ja, Matthias, genau gesagt, ein Instrument haben, das wir auch einsetzen können, um den Menschen vor Ort zu helfen. Wir müssen die Rahmenbedingungen tatsächlich verändern. Und ich finde, es wird ja in Deutschland, wenn ich mir denn die Kritik angehört habe, es gab ja wirklich auch harten Widerstand, Hubertus, Matthias, den musstet ihr ja durchbrechen, sozusagen beim Koalitionspartner, aber ich habe auch hier viele Gespräche geführt, auch zum Teil mit Unternehmern. Die haben ja sehr stark auf den Punkt geguckt, was bedeutet das jetzt für Berichtspflichten, schadet das unserer Wettbewerbsfähigkeit. Deswegen will ich ja schon einmal sagen, das ist für mich eine Frage von Menschenrechten. Und das ist nicht nur eine Frage von Wettbewerbsbedingungen. Aber es gibt am Ende des Tages, davon bin ich fest überzeugt, eigentlich keinen Widerspruch. Mhm. Denn wenn das Verhalten der Konsumenten so ist, dann ist es sogar jetzt vielleicht erstmal ein Aufwand, aber es ist gut für deutsche Unternehmen. Und Deutschland, das kann man vielleicht schon sagen, ohne dass das großspurig klingt, ist auch nicht irgendein Land. Es wird schon sehr genau geguckt, was wir an der Stelle tun. Mhm. Aber auch die Arbeitsbedingungen, die ich mir angeschaut habe, bei Fabriken, die okay waren, die zertifiziert waren, und die auch Gäste zugelassen haben. Ja, auch die waren schon zum Teil sehr, sehr hart. Ja, und deswegen konnte man sich manchmal nur vorstellen, wie das dann häufig auch in den großen informellen Sektoren dieser Volkswirtschaften eigentlich zugeht. Ja, und ich finde, wir können da einfach nicht tatenlos bleiben. Und ich bin auch als Außenpolitiker, das will ich ausdrücklich sagen, auch euch beiden sehr dankbar. Denn ihr habt es ja tatsächlich durchgekämpft. Das war ja keine einfache Operation. Ja, ich will auch aus meinen ganz praktischen Beobachtungen aus dieser Äthiopien-Reise, die du genannt hast, berichten. Ich bin da mit dem Entwicklungsminister Müller, übrigens seitdem der nicht mehr für die CSU für den Bundestag kandidiert, gibt es wirklich keinen Grund mehr, die zu wählen. Das ist aber ein sehr engagierter Kollege. Wir sind nach Äthiopien gereist, das war vor der Pandemie 2019. Und man muss ja wissen, das weiß eigentlich auch jeder, Äthiopien ist eines der ärmsten Länder der Welt, mit einer bitterarme Bevölkerung, die übrigens im Schnitt sehr, sehr jung ist. Der Altersdurchschnitt in Äthiopien ist 18. Zum Vergleich bei uns in Deutschland 47. Das heißt, eine junge und hungrige Bevölkerung. Und wir haben gute und schlechte Beispiele gesehen. Wir treiben mit diesem bitterarmen Land sehr intensiven Handel. Zum Beispiel beim Thema Kaffee oder beim Thema Textilproduktion. Und ich habe ein gutes Beispiel gesehen. Ich habe eine Textilfabrik gesehen, die in der Zulieferkette auch für den deutschen Markt produziert. Da gab es sogar eine Mitarbeitervertretung, einigermaßen anständige Löhne, sowas wie Arbeitsschutz. Und ich habe das krasse Gegenteil in einer Gerberei, einer Lederfabrik erlebt, wo Frauen wirklich bis zu den Knien in Chemikalien standen. Das war wirklich, kann man mal sagen, wie es Sebastian Mayuso Bundesvorsitzende in unserer Jugend, hätten wir das eine vorkapitalistische Hölle gemacht. Du weißt auch wieder, warum bei uns mal Gewerkschaften Sozialdemokratie entstanden sind, wenn du das siehst. So, und weil es einen Unterschied macht, ob man sich kümmert oder nicht, ist dieses Lieferkettengesetz ein wichtiger Beitrag. Es geht um eine staatliche Verantwortung für Menschenrechte, zum Beispiel in internationalen Übereinkommen oder in Handelsverträgen oder zum Beispiel in diesen Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation, was Mindeststandards in der Arbeitswelt betrifft. Aber es gibt auch eine unternehmerische Verantwortung. Und die gute Nachricht ist, dieses Thema, das habe ich in dieser Debatte erlebt, das ist heute kein Randthema mehr in der Gesellschaft. Also ich darf das sagen, ohne despektierlich zu klingen. Früher war das ein Infostand am Rande eines evangelischen Kirchentages. Ich bin im Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentages, deshalb darf ich das sagen. Heute ist das in der Mitte der Gesellschaft. Das ist eine gute Nachricht, dass Menschen sich kümmern. Dass man weiß, dass um die Verantwortung für Menschenrechte auch weltweit kein Weg vorbeikommt. Und ich würde sagen, das hat mit eurer beider Arbeit zu tun. Es geht um den Wert und auch die Würde von Arbeit. Es geht darum, dass keine Kinderarbeit stattfindet, dass wir unseren Wohlstand nicht auf der Ausbeutung von Menschen in anderen Teilen der Welt aufbauen. Und es hat auch friedens- und sicherheitspolitische Bedeutung. Auch das kann man in Äthiopien sehen. Wir haben jetzt vor ein paar Jahren, Nils, du kennst das besser, einen jungen, eher reformorientierten Ministerpräsidenten, Abiy Ahmed, gewählt, der jetzt inzwischen auch schon große Probleme hat. Dieses bitterarme Land nimmt Flüchtlinge aus Nachbarländern auf und es gibt Bürgerkriegsauseinandersetzungen, weil es eine riesen soziale Erwartungshaltung auch in der jungen Bevölkerung gibt. Das heißt, wenn wir uns nicht kümmern und wir haben was damit zu tun, dann kann das irgendwann eben zu bewaffneten Konflikten führen, dieser soziale Sprengstoff, oder auch zu Migrationsbewegungen,
die uns dann in Europa die Schamesröte ins Gesicht treiben lassen, weil wir die Leute dann auch nicht retten können. Das heißt, es ist auch im Wohlverstandenen eine Frage, die Nils gesagt hat, es ist erstmal eine Frage der Würde von Menschen und der Menschenrechte, aber es hat auch mit Stabilität zu tun. Das ist keine ganz neue Idee. Ich habe ja vorhin gesagt, es gibt die Internationale Arbeitsorganisation, eine UN-Organisation, die sich um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechte kümmert, wenn man so will. Mhm. Die ist 1919 gegründet worden, nach dem Ersten Weltkrieg, sitzt in Genf und die hat so ein schmiedeeisernes Tor. Da steht der schöne Satz, Gerechtigkeit ist die Grundlage für dauerhaften Frieden. Und das ist, glaube ich, im 21. Jahrhundert, das klingt ein bisschen pathetisch, aber eine sehr moderne Idee. So, und dann noch eine Bemerkung zu den Diskussionen. Wir hätten das nicht durchbekommen, auch ohne die Unterstützung von Kirchen, von Nichtregierungsorganisationen, von vielen Bürgerinnen und Bürgern, von Gewerkschaften, die sich da engagiert haben. Da gibt es einige, die sagen, ihr seid nicht weit genug gekommen. Ich finde, das ist das ambitionierteste Gesetz, das es bisher auf der Welt und in Europa gibt. Und es macht Rückenwind für eine europäische Lösung. Weil du Marktmacht gesagt hast, es war in Europa sehr, sehr wichtig, dass die größte Volkswirtschaft bei dem Thema vorangeht. Das macht auch anderen in Europa Mut und es macht Mut und Mehrheiten auch für eine europäische Lösung. Wir haben jetzt Unternehmen verpflichtet, nicht irgendwas zu tun, sondern das, was sie können. Wir haben die ganze Lieferkette im Blick. Es ist auch kein zahnloser Tiger. Es hat Folgen, wenn man sich nicht kümmert. Im Zweifelsfall auch Straf- und Ordnungsgelder oder Ausschluss. Und ein letzter Punkt, der mir wichtig war, dass man die Menschen in anderen Teilen der Welt, die in ihren persönlichen Menschenrechten durch fehlende Sorgfalt verletzt wurden, in ihrer Rechtsposition auch gestärkt hat. Es gibt heute schon die Möglichkeit, wenn du zum Beispiel in Pakistan, gab es diesen Fall eines Unternehmens, das Kik heißt, man kann es ja sagen, durch fehlende Sorgfalt in deinen Menschenrechten verletzt bist, kannst du theoretisch vor ein deutsches Gericht gehen, heute schon. Aber meistens sind das ja sehr, sehr arme Menschen, die gar nicht die Power haben, vor ein deutsches Gericht zu ziehen, um zum Beispiel Schadensersatz oder Wiedergutmachung einzuklagen. Zukünftig können deutsche Gewerkschaften oder Nichtregierungsorganisationen diese Menschen mit dem Gesetz vor einem deutschen Gericht auch vertreten. Und das, finde ich, wird dazu helfen, dass wir wirklich vorankommen. Übrigens, Letzteres, diese Juristen nennen das, glaube ich, du bist einer Prozessstandschaft, also dass eine NGO klagen kann im Namen und mit Billigung natürlich. Das war eine Idee eines sehr klugen Hamburger Juristen, der Vizekanzler ist. Das hat Olaf Scholz persönlich vorgeschlagen, weil ich war erst auf einem anderen Trip, aber das hat sehr geholfen, dass das ein durchsetzungsstarkes Gesetz geworden ist. Vielleicht kann ich nur, weil Hubertus da den Namen eines Unternehmens genannt hat. Als ich damals auch, ich war damals der Vorsitzende der Parlamentariergruppe, die sich um unter anderem Pakistan kümmert, Südasien, als wir diese Reise geplant haben und gemacht haben, da hat sich das irgendwie herumgesprochen. Das bleibt in der Politik, da werden Mitarbeiter, Verwaltung, alle möglichen Botschaften sind beteiligt. Und es hat mich damals sehr gewundert, dass ich dann in Karachi auf eine Vertreterin dieses Unternehmens getroffen bin, die da extra jemanden hingeschickt haben, um mögliche Fragen oder falsche Eindrücke von uns dann klarstellen zu können. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Mhm. Und ich will jetzt auch gar nicht da jetzt auf diesen einen Fall, das ist jetzt auch alles abgeschlossen, aber man sieht schon, dass das von Anfang an sofort denen bewusst war und es ist nicht so, dass es nur Unternehmen gab, die das falsch fanden. Wir haben hier gemeinsam, Matthias hat das mit organisiert, auch mit Unternehmen diskutiert, die das von Anfang an unterstützt haben. Will ich ausdrücklich sagen, ist eine ganz tolle Sache. Aber es gab schon einige, die richtig hart versucht haben, das zu verhindern. Das stimmt. Interessanterweise hat Kik für uns gekämpft, weil sie damals diese furchtbaren Erfahrungen gemacht haben. Und bei mir kamen immer mehr, ich sag mal, anständige Unternehmer an, die gesagt haben, wenn ich bin für ihr Gesetz. Weil es kann ja nicht sein, dass wir uns um solche Fragen kümmern und anderen das Furchtwurst egal ist. Also Anstand darf kein Wettbewerbsnachteil sein, haben die mir gesagt. Und da waren große Unternehmen dabei aus den unterschiedlichsten Branchen. Natürlich Textil, aber auch im Lebensmittelbereich, so ein Unternehmen wie Rittersport zum Beispiel, um die mal zu benennen. Wer dagegen waren, waren Lobbyverbände in Berlin, die auch großen Unfug erzählt haben und die versucht haben, mit der CDU zusammen das Ganze zu Fall zu bringen. Dass wir das geschafft haben, ich gebe zu, ich habe das Thema auch erst später gelernt. Ich habe vor 10, 15 Jahren mich mit diesen Fragen noch nicht so sehr beschäftigt. Aber wie verletzlich und vernetzt so eine Welt ist, und jetzt reden wir aus ganz anderen Gründen gerade über Lieferkettenstörungen. Wir sind international verflochten, wir sind Exportweltmeister, aber wir
bauen unseren Wohlstand eben auch auf Wertschöpfungsketten in anderen Ländern auf. Und das bringt eben dieser Vorteil, den wir haben, auch Verantwortung mit sich. Die Schuhe, die wir tragen, also so sie Leder sind, die werden zum Beispiel, dieses Leder wird in solchen Fabriken, wie ich es vorhin genannt habe, produziert. Und nun kann man sagen, das ist eine Frage von Verbraucherverhalten. Ich will aber auch sagen, nicht jeder Verbraucher, mit jedem Verbraucher ist eine ethische Entscheidung in der Supermarktkasse zumutbar. Es ist gut, dass man sich kümmert und dann gibt es Label und Unübersichtlichkeiten. Aber wenn wir ein System haben, in dem sozusagen das von Unternehmen mitgedacht wird, ist das auch ein Beitrag, ich sage mal ein kleiner Beitrag, aber zu einer nachhaltigeren Gestaltung, einer gerechteren Gestaltung von Globalisierung. Und da sieht man, wie das Kleine mit dem Großen zu tun hat. Deshalb, das war eine der wichtigeren Reformen dieser Legislaturperiode, auch wenn das jetzt in der Corona-Debatte ein bisschen überschattet wurde. Also ich wollte noch einen Punkt sagen, dass, weil das hast du eben gesagt, das hat mich fast am meisten überrascht, dass die Lobbyverbände häufig hinter ihren Mitgliedsunternehmen hinterhergehängt sind. Weil wir haben ganz, ganz viele Unternehmen gehabt, die uns gesagt haben, macht da ein vernünftiges Gesetz, das ist auch in unserem Interesse. Es waren nicht alle, es gab natürlich auch einige, die dagegen waren, aber die Lobbyverbände waren nicht diejenigen, die ihre, die Interessen ihrer Mitgliedsunternehmen häufig vertreten haben. Und was du gesagt hast zur Prozessstandschaft, ich fand, das war wirklich ein hervorragender Punkt, weil da hatte sich das ja total verhakt. Können die klagen oder können die nicht klagen in Deutschland? Und jetzt ist eben dieser Kompromiss, den man geschlossen hat, die Prozessstandschaft. Das heißt, sie können in Deutschland klagen, aber nach dem Recht des jeweiligen Staates. Weil wir natürlich auch wissen, dass die Rechtssysteme in diesen Ländern häufig eben relativ schlecht sind. Und wer am meisten bezahlt, kriegt dann Recht. Also es war, in Bangladesch war das extrem, völlig korruptes Land. Und das ist bei uns natürlich nicht der Fall. Und das fand ich schon einen wirklich genialen Schachzug. Und dass das von Olaf kommt, Olaf Scholz, das ist natürlich klar. Man merkt, dass das ein Thema ist, was euch irgendwie Monate, Jahre lang beschäftigt hat. Wir könnten so viel lang. Und darüber könnten wir wahrscheinlich noch irgendwie eine ganze Stunde sprechen mindestens. Aber neben dem Lieferkettengesetz gibt es ja auch andere sozialpolitische Meilensteine, die wir auch in dieser Legislatur durchsetzen konnten. Die Grundrente, der Arbeitsschutz in der Fleischindustrie, aber auch die Entlastung der Angehörigen für Pflegende. Auf welche Errungenschaften seid ihr drei denn so ganz persönlich besonders stolz? Vielleicht könnt ihr davon berichten. Ich bin mit dem Begriff stolz ein bisschen vorsichtig, weil es geht nicht um uns, um das mal ganz klar zu sagen, sondern es geht um die Menschen, die davon was haben und die auch Recht haben. Und eins haben alle diese Dinge gemeinsam, es kam nichts von selbst. Wir mussten das meiste entweder in Koalitionsverhandlungen, aber noch härter auch gegen den Koalitionspartner durchsetzen. Ich sage das mal bei diesem Thema Fleischindustrie, weil das ein sehr unangenehmes Thema, ein Ekelthema eigentlich ist. Wenn wir ganz ehrlich sind, war das vor Corona schon ein Riesenskandal, dass der Menschen nicht in der dritten Welt, wie man früher sagte, also in Entwicklungsländern, sondern bei uns mitten in Deutschland in einem ausbeuterischen System gearbeitet haben. Nun gab es früher schon politische Versuche, mit solchen Verhältnissen aufzuräumen. Meine Amtsvorgängerin Andrea Nahles hat 2017 das versucht. Aber dann hat man immer Folgendes erlebt, nämlich dass eine milliardenschwere Branche mit sehr, sehr viel Geld versucht hat, im parlamentarischen Verfahren Gesetze entweder abzuschleifen oder wenn mal ein scharfes Gesetz durchgekommen ist, mit neuen Konstruktionen von Sub-Sub-Sub-Unternehmern das Recht zu umgehen. Und es ist eigentlich, das muss man auch mal sagen, ein gesellschaftlicher Skandal, dass es erst der Corona-Pandemie bedurfte, dass wir die politischen Mehrheiten zusammen hatten, mit dem Koalitionspartner in der Branche mal aufzuräumen. Ihr erinnert euch an den letzten Sommer, da war nach der ersten Welle gingen die Inzidenzen zurück und es gab schon wieder erste Landkreise, die in den Lockdown mussten, weil in der Fleischindustrie massenhaft Ausbruch war. Dann haben wir aber gehandelt. Wir haben Werkverträge und Leiharbeit verboten. Wir haben dafür gesorgt, dass es eine Arbeitszeitaufzeichnungspflicht gibt, damit die Menschen nicht in den Lohn berumst werden. Wir haben menschenwürdige Standards zumindest mal definiert für die Unterkünfte. Wir haben aber auch erlebt, dass einige Bundesländer, nicht Hamburg, aber zum Beispiel Baden-Württemberg und Hessen, die Arbeitsschutzbehörden so kaputt gespart haben, dass kaum noch kontrolliert wurde. Und ich sage, wer Recht und Ordnung am Arbeitsmarkt will, der muss in solchen Branchen nicht nur scharfe Gesetze haben, sondern muss auch mal kontrollieren und dann eben im Zweifelsfall auch durchsetzen. Das ist kein Gesetz, auf das ich stolz bin, aber ich bin froh, sage ich jetzt mal, dass wir mal in einer Branche deutlich gemacht haben, dass solche Verhältnisse, die es leider auch in anderen Branchen ansatzweise gibt, nicht akzeptabel sind für eine soziale Marktwirtschaft. Wenn du mich eins noch fragst, was mich sehr beschäftigt hat, das hat nicht mit Corona zu tun, aber ich war froh, dass das in Corona nicht untergegangen ist,
dass wir lange für die Grundrente gekämpft haben. Auch nicht, damit wir uns das auf die Schulter packen, sondern weil ich jetzt eine Frau im Blick habe, die ich vor ein paar Wochen kennengelernt habe, die eine der ersten ist, die jetzt die Grundrente bekommen hat. Und an der kann man exemplarisch sehen, wie wichtig es war, dass wir für 1,3 Millionen Menschen, vor allen Dingen für Frauen, diesen sozialpolitischen Meilenstein eingerahmt haben. Das ist eine Frau, die hat 46 Jahre lang gearbeitet. Die ist nach der Schule, kommt aus Stuttgart, erstmal, wie es damals üblich war, nicht in die Ausbildung gegangen, sondern in eine Fabrik, hat Löcher gestanzt in Ledergürtel, dann ist die Fabrik pleite gegangen und dann ist sie eben nicht in Dauerarbeitslosigkeit gelaufen, sondern sie ist Zimmermädchen, hat man damals gesagt. Vielleicht gibt es politisch heute dazu einen korrekteren Begriff gewesen, fast über 40 Jahre lang. Hat die Betten sauber gemacht in den Hotels. Und wenn man weiß, wie sich manche Hotelgäste so benehmen, kann man sich vorstellen, das ist ein harter Job, auch sehr anstrengend. Die ist jetzt, wie gesagt, im Rentenalter angelangt. Die hat kaputte Knie und die hat mir einen Rentenbescheid gezeigt. Und wenn man da schlecht verdient hat in dem Bereich, hatte sie Rentenanwartschaft von 821 Euro. Mit der Grundrente hat sie jetzt mal 200 Euro mehr. Das ist immer noch nicht richtig Reichtum. Und in Stuttgart ist sie immer noch darauf angewiesen, dass sie Wohngeld bekommt, weil sonst kann man sich die Miete da nicht leisten. Aber sie hat mir gesagt, ich habe die getroffen. Wissen Sie, das eine ist 200 Euro, es macht schon was aus in meinem Leben. Ich habe nicht so viel. Aber dass mal jemand an mich denkt und wir nicht vergessen sind, weil wir fleißige Leute sind, das hat gut getan. Und allein diese Frau war es wert. Diese ganzen Nächte mit diesen CDU-Leuten da, die das eigentlich nicht wollten, um die Ohren zu schlagen. Wir haben uns ja einen Wolf verhandelt, du weißt das auch, in Koalitionsausschüssen. Und da hatte ich so ein Brinkhaus, der so tat, als würden wir jetzt Menschen, denen das Geld nicht zusteht, die mit Geld vollwerfen. Da war immer von einer Zahnarztgattin die Rede. So viel Zahnarztgattin gab es da nicht. Das ist auch ein interessantes Frauenbild, was dahinter gesteckt. Ich will nur sagen, dieses System kann man später mal weiterentwickeln. Aber dass wir da was hinbekommen haben, auch über den Koalitionsvertrag hinaus, dass den Namen Grundrente in Deutschland auch verdient, das war mir schon auch ein Herzensanliegen. Und ich weiß, Matthias, das war es für dich auch als Ausschussvorsitzender. Weil nochmal, das eine war es dann, das Ganze durchzukämpfen in der Regierung. Aber es dann im Parlament gegen eine notorisch unwillige CDU-Fraktion durchzusetzen. Gegen solche Leute, ich sage das jetzt mal, ich habe mir sagen lassen, es gibt hier einen jüngeren CDU-Abgeordneten in Hamburg, der, glaube ich, auch Landesvorsitzender ist. Der Name fällt mir nicht ein. Der tut ja so, als sei die Grundrente so eine Art Wahlgeschenk, weil er nicht begreift, dass es nicht um Geschenke geht, sondern um Lebensleistung von Menschen, um Respekt vor fleißigen Menschen. Und das ist ein ganz, ganz komisches und merkwürdiges Gesellschaftsverständnis von Leuten, die sonst immer bei ganz reichen Leuten rumplärren und sagen, Leistung muss sich wieder lohnen. Ich finde, dass wir Leistungsträgerinnen und Träger in diesem Land neu definieren müssen. Es gibt durchaus ein paar Leistungsträger, die eine Krawatte tragen. Also wir haben jetzt heute keine an, aber die meisten tragen Kittel und Schürze und arbeiten jeden Tag. Und wenn die das Gefühl haben, die Gesellschaft sieht nicht, was sie tun oder macht nur meiner Krise kurz Applaus, dann geht in diesem Land richtig was zu Bruch. Und das war wenigstens ein Beispiel für ein Stück zurückgewonnener Leistungsgerechtigkeit, das wir setzen konnten. Und darüber war ich froh. Entschuldigung, jetzt ist es mit mir durchgegangen. Du musst uns stoppen, weil wenn das Herz voll ist, läuft der Mund über. Das ist manchmal so. Also ich kann mich damit auch wirklich auch identifizieren mit dem, was du sagst. Und es gibt, glaube ich, viele Punkte, über die wir sprechen könnten. Ich würde aber vielleicht die Frage für mich ein bisschen allgemeiner beantworten, weil ich hier gemerkt habe, ich war vor ein paar Tagen, ist noch gar nicht so lange her, mit Olaf Scholz in der Osterstraße, kennt jeder in Hamburg, bestimmt auch in Altona. Und, super Eisviertel, ne? Und da sind natürlich auch ein paar Filialen von größeren Ketten, aber die meisten da, die haben ein Geschäft gegründet und haften auch selber persönlich und versuchen da durchzukommen. Und ich habe einfach für mich nochmal so gesehen, auch weil ich ja viel in der Welt herumgekommen bin in den letzten Jahren, es gibt viele Länder, bei denen das eine oder andere vielleicht auch mal besser funktioniert als in Deutschland, also wir sollten uns nicht über andere erheben. Weil wir haben hier schon ein soziales Netz und auch dank eurer Arbeit, wenn ich an die Kurzarbeit denke und die Ausweitung und so, wir haben ein soziales Netz, das diesen Menschen auch in dieser Pandemielage, dieser Extremlage geholfen hat, über diese Lockdowns, ich weiß es gar nicht, ja, rüberzukommen. Und
und die Hoffnung nicht zu verlieren. Und das müssen wir jetzt auch richtig machen, finde ich, dass wir die jetzt nicht alleine lassen. Ja, die haben ihre ganze Kraft aufgewandt und manchmal war das auch so am Rande dessen, was der eine oder andere noch getragen und ertragen hat. Und mir haben so viele Leute gesagt, ohne die Kurzarbeit hätten wir hier gar keine Chance gehabt. Und deswegen will ich jetzt gar nicht zu den einzelnen Punkten so viel sagen, sondern vielleicht das für mich einfach nochmal so resümieren. Das ist unglaublich wichtig gewesen. Und was ich jetzt interessant finde, wo wir wieder aufmachen konnten, da haben mir ganz viele Leute gesagt, gerade in der Gastronomie, also es läuft ja in Deutschland falsch, wir finden gar keine Leute, die sich bei uns mehr bewerben. Die haben gar keine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr, die die Jobs machen wollen. Mit ein paar habe ich gesprochen, die haben gesagt, ja, also wir suchen jetzt Saisonkräfte, aber wir haben vor ein paar Jahren die Entscheidung getroffen, wir stellen die Leute fest an. Die waren in Kurzarbeit. Genau, und die sind wiedergekommen. Und die sind wieder da. Ja. Und die Minijobs sind weggeknallt. Ja. Die konnte man nicht mehr schützen. So ist es. Das, ich finde, dahinter steckt eine ganz tiefe Sache. Und ich glaube, das ist jetzt das Wichtige. Also wir sind noch im Krisenmodus, auch wenn die Wirtschaftskrise sozusagen wir die Chance haben, die zu überwinden. Und es einen Aufholprozess geben wird. Aber die spannende Frage ist, gehen wir nach Corona eigentlich zur Tagesordnung über oder haben wir unsere Lektionen gelernt? Ich meine, das ist eine ganz handfeste Frage. Wir müssen jetzt zum Beispiel feststellen, dass wir zwar den Arbeitsmarkt stabil gehalten haben, aber sich die Arbeitswelt dramatisch verändern wird in den nächsten Jahren. Durch Digitalisierung, durch Umbau der Industriegesellschaft in Sachen Klimaschutz und auch durch Demografie am Arbeitsmarkt, weil jetzt geburtenstarkere Jahrgänge in Rente gehen werden, die sogenannten Babyboomer. Und was für mich als Arbeitsminister ein absoluter Horror wäre, für die 20er Jahre, wäre so eine Art gespaltener Arbeitsmarkt. Auf der einen Seite Unternehmen, die händeringend gute Leute suchen und keinen Umsatz machen können, weil sie keine Fachkräfte haben. Und auf der anderen Seite viel zu viele Menschen, die irgendwie unterwegs verloren gegangen sind. Und deshalb müssen wir, glaube ich, jetzt einen Schritt weitergehen. Und das hat zwei Dimensionen. Ich bin jetzt immer in Hamburg, denkt man an große alte Frauen und Männer. Jetzt denke ich doch nochmal an einen großen alten Hamburger, den wir in der Bundestagsfraktion vor einigen Jahren hatten. Ich rede jetzt natürlich von Helmut Schmidt. Der hat uns Jüngeren damals mit auf den Weg gegeben, dass wir fast vergessen haben, welche zivilisatorische Errungenschaft ein Sozialstaat ist. Den hat es nicht im 19. Jahrhundert gegeben, aber im 20. Und jetzt im 21. gab es einige, die dachten, das ist so eine Last. Aber eigentlich ist das eine geniale Verbindung von sozialen Bürgerrechten mit bürgerlichen Freiheitsrechten. Das hat ja Grundgesetzcharakter bei uns. Aber die spannende Frage heißt, welche Qualität hat ein Sozialstaat in Zukunft? Und meine Idee zum Beispiel für das Thema Arbeit ist, dass wir jetzt einen Schritt weitergehen. Dass wir mit dem Sozialstaat nicht erst einsetzen, wenn die Leute arbeitslos werden. Sondern dass wir dieses vorsorgende Sozialstaat mal durchdeklinieren. Dass wir den Weg gehen von einer Arbeitslosenversicherung in eine Arbeitsversicherung. Dass wir die Bundesagentur für Arbeit weiterentwickeln zu einer Bundesagentur für Arbeit und Qualifizierung. Dass wir Rechtsansprüche auf Weiterbildung schaffen. Dass Bildungszeiten und Bildungsteilzeiten im Erwerbsleben für Beschäftigte genauso üblich werden wie die Elternzeit. Das ist ein Leitbild, glaube ich, eines vorsorgenden Sozialstaats. Und es ist nicht nur eine Frage der sozialen Sicherheit, dass Menschen in diesem dramatischen Wandel den Anschluss nicht verlieren. Es ist auch eine Frage der ökonomischen Vernunft, weil wir gut ausgebildete Leute brauchen. Und der Matthias weiß das am extrem Negativbeispiel bei euch in Hamburg und bei uns bundesweit auch. 2/3 der Langzeitarbeitslosen, die wir in Deutschland haben keine abgeschlossene Berufsausbildung. Die Ausbildung ist immer noch der wichtigste Eintrittsfaktor oder die Eintrittskarte, aber eben kein Dauerabo mehr für Beschäftigungsfähigkeit. Und das würde ich mir gern jetzt als eine große Reform auch vor die Brust nehmen, dass wir den Sozialstaat gar nicht immer nur ausbauen, sondern neu denken im Sinne von eher einer vorsorgenden Politik, die auch soziale Investitionen im Blick hat und nicht nur hinterher versucht, mit sozialem Transfer aufzukehren. Aber daran anschließend, Dafina, du hast ja vorhin gefragt nach den Gesetzen, von denen wir besonders überzeugt sind. Wir sind natürlich von allen überzeugt, die wir gemacht haben. Aber ich möchte eins nochmal
nennen, was einen völlig blöden Namen hat, Teilhabechancengesetz. Das müsste man eigentlich sozialen Arbeitsmarkt nennen. Ja. Und das ist, das Prinzip ist, dass Menschen, die ganz, ganz, ganz lange arbeitslos sind und die auch gar kein, völlig entwöhnt sind von der Arbeit, dass wir die wieder in Arbeit bringen und das auch ganz massiv subventionieren. Und ich habe ehrlicherweise, manchmal täuscht man sich auch, und da habe ich mich mal gefreut, dass ich mich getäuscht habe. Ich habe gedacht, das sei ein Gesetz, was im Wesentlichen für Beschäftigungsträger ist. Und weil die Leute können gar nicht mehr auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen. In Hamburg stimmt das überhaupt nicht. Das ist nur von, oder maßgeblich von Unternehmen genutzt worden, dieses Gesetz. Und das zeigt, dass jeder, der sagt, der hat keine Chance mehr auf dem Arbeitsmarkt, das kannst du vergessen. Das stimmt nicht. Und Arbeit ist eben viel, viel, viel mehr als nur Geld verdienen. Arbeit, ich gerade, wir kommen aus Deutschland, ne? Das ist Arbeit strukturiert das Leben, Arbeit ist auch Wertschätzung und so etwas. Und Menschen definieren sich auch ganz maßgeblich darüber. Und darum ist es so wichtig, dass wir Menschen in Arbeit bringen, weil Arbeitslosigkeit und vor allem Langzeitarbeitslosigkeit, das kann so furchtbare Folgen haben für die Menschen, auch psychologischer Natur. Und das, finde ich, ist eigentlich mein Lieblingsgesetz. Und wir haben ja auch ins Programm jetzt reingeschrieben, wir wollen ein Recht auf Arbeit und werden genau auf diesem Gesetz, auf diesem sozialen Arbeitsmarkt aufsetzen. Und das ist im Grunde auch der sozialdemokratische Weg. Ja, ich höre raus, dass wir viel in der Legislatur durchsetzen konnten, aber in vielen wichtigen Punkten hat uns aber auch die CDU ein wenig ausgebremst. Meine Frage, was wir uns so ein bisschen vornehmen wollen mit unserem Zukunftsprogramm, hast du mir sozusagen ein wenig vorweggenommen. Mhm. Aber eine Frage würde ich gerne noch stellen, bevor ich mich dann hier die Zuschauerfragen widme. Das habt ihr auch so ein bisschen anklingen lassen. Und das ist die Ausbildungsplatzgarantie. Das ist ja gerade, was junge Berufsanfänger viel beschäftigt. Ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, die macht eine kaufmännische Ausbildung. Das gehört ja eher zu den besser bezahlten Ausbildungsplätzen. Die verdient 600 Euro brutto und arbeitet 40 Stunden die Woche. Das mal nur zum Thema Bezahlung. Aber es gibt ja auch viele, die händeringend nach einer Ausbildung suchen, aber eben keine finden. Und ich finde, da haben wir einen ganz, ganz wichtigen Punkt in unserem Zukunftsprogramm, gerade auch als Perspektive für junge Menschen. Vielleicht könnt ihr dazu kurz was sagen und dann lese ich die Zuschauerfragen auch wirklich vor. Also da haben wir vor Corona eine Sache auch durchgesetzt, nämlich eine Mindestauszubildendenvergütung. Das war auch notwendig, leider Gottes, weil zum Teil Ausbildungsvergütung so grottig schlecht war, dass man sich manchmal nicht wundern muss. Das ist eine alte Jusuf-Forderung. Ja. Es war, ich ja, kenne das noch aus meiner Jusuf. Es war nicht alles schlecht. Wir haben es umgesetzt, Nils. Aber ja, aber die Jusos von heute oder die jungen Leute von heute haben ja noch eine ganz andere Situation. Ich meine das jetzt ganz akut auch in dieser Corona-Zeit. Die Leute, die jetzt die Schule abgeschlossen haben, vor denen muss man erstmal einen hohen Respekt haben, unter diesen Bedingungen den Schulabschluss geschafft zu haben, mit Distanzunterricht. Aber was auf der Strecke geblieben ist, ist jede Form von Berufsorientierung in diesem Jahr. Also Berufspraktika und Ausbildungsmessen physischer Natur haben nicht stattgefunden. Und umgekehrt gibt es viele Unternehmen, die jetzt wirtschaftlich auch Schaden hatten, sich überlegen, ob sie jetzt Ausbildung anbieten. Ich sage, wir können uns Nicht-Ausbildung nicht leisten und dann hinterher wieder über Fachkräftemangel zu klagen. So, und das muss ein umfassendes Ding sein. Wenn wir sagen Ausbildungsgarantie, meinen wir nicht einen Schalter, den man umlegen kann, sondern das Ziel, dass jeder junge Mensch eine Chance hat auf ein selbstbestimmtes Erwerbsleben. Noch da kann ich sagen, ist Hamburg ein Vorbild. Ihr habt relativ früh hier, als der Detlef Scheele noch Arbeitssenator war, die Jugendberufsagenturen geschaffen. Melanie Leonard setzt das in Hamburg fort. Die hat mir das gezeigt. Wir versuchen erstmal dafür zu sorgen, dass keiner durch die Ritzen fällt im Sinne von, man weiß gar nicht mehr, wo die in der Statistik landen. Ich glaube, es muss hinzukommen, dass wir früher Berufsorientierung an allen Schulformen machen. Über 50% eines Jahrgangs machen inzwischen in Deutschland Abitur. Aber es muss nicht jeder zur Hochschule gehen. Ich erlebe auch viele, die ein Studium beginnen, weil die Eltern gesagt haben, mach mal ein Studium, genau. Mhm. Und dann schmeißen und dann im Wesentlichen keinen Tritt mehr fassen und wir haben sie als Pizzaboden. Nichts gegen Pizzaboden. Aber man kann nicht auf prekäre Arbeit ein Erwerbsleben aufbauen und dann noch eine gute Rente bekommen. Und deshalb glaube ich, wir müssen früher aufklären, was für tolle Berufe es gibt, auch in der beruflichen Bildung. Über 354 Berufsbilder. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass das schrumpfende Angebot, das hat nicht nur mit Corona zu tun, von beruflichen Ausbildungsplätzen nicht akzeptiert wird. Deshalb haben wir jetzt erstmal Anreize geschaffen für Unternehmen, also mit Ausbildungsprämien, mit einem Schutzschirm für Ausbildung. Wenn die ihre Ausbildungsquoten halten, kriegen die Prämien auch von der Bundesagentur für Arbeit. Wenn sie noch was dazu packen, auch. Wir haben Kurzarbeit für Azubis vermieden, weil wir gesagt haben, die gehören in die Ausbildung, nicht in die Kurzarbeit. Wir können jetzt inzwischen sogar Kosten der Ausbilder übernehmen, weil ohne Ausbilder keine
Geschichte. Aber wir sind weit noch nicht am Ende. Ich glaube, es gehört auch dazu, dass wir unsere beruflichen Schulen weiter ertüchtigen, dass sie digitalisierter werden, um dafür zu sorgen, dass wir vorankommen. All das ist notwendig nochmal, weil wir in eine Riesengefahr laufen. Ab 2025 gehen die geburtenstarken Jahrgänge, die sogenannten Babyboomer vor 74 Geburten, Stück für Stück in den wohlverdienten Ruhestand. Danach wird es weniger. Den Exemplaren nimmt es an, Jahrgang 73 und Hubertus Heil, Jahrgang 72 gibt es schon weniger, weil kurz vor uns die Pille aufkam. So, und dann wird es noch weniger. Und das heißt, man muss sorgfältiger mit den Talenten und den Chancen von jungen Menschen umgehen. Und man muss ihnen erstmal eine Chance geben, reinzufinden in ein selbstbestimmtes Erwerbsleben. Das ist die soziale Dimension, dass man selbstständig auch seinen Lebensunterhalt bestreitet. Dass man eine Arbeit findet, die auch Teilhabe ermöglicht, wie du gesagt hast. Das andere ist eine volkswirtschaftliche Kategorie. Wir werden nicht mit den niedrigsten Löhnen auf der Welt Erfolg haben, sondern nur mit den besten Produkten, Verfahren und Dienstleistungen. Und das heißt, wir brauchen gut ausgebildete Leute. Und wir erleben jetzt schon, wie gesagt, dass es in Branchen händeringend Bedarf gibt, andere hängen in der Ecke. Und das müssen wir tatsächlich mit dem Thema Ausbildungsgarantie, wie das Wahlprogramm es nennt, tatsächlich beantworten. Jetzt habe ich eine gute Perspektive für junge Berufsanfänger. Genau, ich würde mich jetzt den Zuschauerfragen widmen und all diejenigen, die vielleicht später dazu geschaltet haben. Wir verfahren so, dass man hier über die Chatfunktion Fragen stellen kann und alle, die im Livestream zuschauen, auch da können Sie dann über die Kommentarleiste Fragen stellen und ich kriege es dann hier auf mein Handy geschickt, also nicht, dass Sie sich wundern, warum ich hier mal raufschaue. Das ist der Test. Ja, das auch. Ich habe Petra, die lese ich mal vor. Welche Schritte hat die SPD vor, um die notwendige Tarifbindung zu erhöhen? Liebe Petra, das kann ich sagen. Man muss erst mal sagen, was Tarifbindung bedeutet, weil ich glaube, wir wissen das wahrscheinlich alle, aber ich habe kurz eine Umfrage gelesen, dass ganz viele Leute unter so einer Umfrage, wenn die Tarif hören, an Handyverträge denken. Nee, es geht darum, dass die meisten Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eben nicht in Gesetzbüchern stehen, sondern in Tarifverträgen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern ausgehandelt sind. Und leider Gottes geht die Tarifbindung seit Jahren zurück. Nur 48% der Beschäftigten sind noch unter Anmacht eines Tarifvertrages. Was wollen wir also tun? Das war deine Frage, um den Schalter umzulegen. Erste Idee, wir wollen, dass alle öffentlichen Aufträge von Bund, Ländern und Kommunen, also alles Steuergeld und alles Geld, was wir über Sozialversicherung ausgeben, daran gebunden ist, dass die Leute, die das ausführen, nach Tarif bezahlt werden. Ein Bundestariftreuegesetz wäre ein ganz wichtiges Signal. Zweitens, wir wollen die Möglichkeit erleichtern, dafür zu sorgen, dass man auch Tarifverträge für Branchen allgemeinverbindlich erklären kann. Das haben wir schon in einer Branche geschafft, in der es besonders heftig ist, in der Pflegebranche. Und ich hätte mich gefreut, dass ich in dieser Legislaturperiode noch einen Pflegetarifvertrag für die Altenpflege für ganz Deutschland allgemeinverbindlich erklären kann. Das ist leider im ersten Ansatz an einem Wohlfahrtsverband gescheitert, aber dahinter waren Lobbyisten der privaten Pflegebranche der großen Konzerne. Wir haben dann gesagt, wir gehen diesen anderen Weg, den haben wir mit Olaf durchgesetzt, nämlich, dass ab kommendem Jahr Leistungen aus der Pflegeversicherung nur noch dann an Einrichtungen gezahlt werden, wenn sie nach Tarif bezahlen. Das wird 500.000 Pflegerinnen und Pflegern helfen. Das ist noch kein Idealzustand. Also, wenn wir mehr Tarifbindung haben wollen, sind das Schritte, die wir gehen wollen. Zusätzlich brauchen wir einen höheren Mindestlohn in Deutschland. Der Mindestlohn war eine Erfolgsgeschichte. Es hat ganz vielen Menschen geholfen. Aber wir haben erlebt, dass die unteren Einkommen und die mittleren weiter den gleichen Abstand haben, weil die mittleren auch gestiegen sind vor Corona. Und das ist für viele Menschen sehr deprimierend. Es würden 10 Millionen Menschen davon profitieren, wenn wir diese Lohnuntergrenze auf 12 Euro bringen und oberhalb der Lohnuntergrenze dafür sorgen, dass wieder mehr Tarifbindung in Deutschland ist. Das ist, glaube ich, dringend notwendig und das ist einer der wichtigsten Projekte, den wir in einer von Olaf Scholz geführten Bundesregierung anpacken wollen. Dazu anknüpfen habe ich eigentlich eine ganz passende Frage hier von Jens Meyer. Der stellt nämlich die Frage, warum wird die Equal Pay Regel, die für Leiharbeiter gilt, nicht generell angewandt? Oft wird der Tarifvertrag dadurch umgangen, dass es keine Ausgründungen gibt, die dann keinen Tarif zahlen. Ja, das ist rechtlich nicht ganz leicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir auch bei der Arbeitnehmerüberlassung schon früher Equal Pay machen als nach 9 Monaten. Es gibt viele Tarifverträge, die das auch schon früher vorsehen. Ich habe jetzt nur kurioserweise umgekehrte Effekte. Im Krankenhaus meiner Heimatstadt werden inzwischen Leiharbeitskräfte besser bezahlt als Stammlehrer. So ist es ja.
weil es eine Knappheit gibt an dieser Stelle. Das macht übrigens bei den Stammbelegschaften auch keine Freude, die da jeden Tag hingehen. Aber inzwischen ist da so eine Arbeitskräfteknappheit, weil das ein Riesenthema ist. Ich habe ja eben über Altenpflege geredet. Da sind die Löhne ein Riesenproblem. Auch nicht das einzige. Aber in der Krankenpflege ist vor allen Dingen die Tatsache, dass die zu wenig Kolleginnen und Kollegen haben, ein echtes Problem. Weil in der Pflege über die Einführung dieser Fallpauschalen damals keine vernünftige Personalbemessung durchgesetzt wurde. Die müssen wir übrigens auch hinkriegen. Wenn man das allerdings macht im öffentlichen Bereich, dann muss man fairerweise auch sagen, wie wir es finanzieren. Denn wenn wir nicht wollen, dass Pflegekräfte zum Beispiel gegen Angehörige oder Pflegebedürftige ausgespielt werden, dann werden wir das solidarischer finanzieren müssen. Das heißt, wir müssen dann den Weg einer Pflegebürgerversicherung auch konsequent gehen. Also nochmal, das Thema Arbeitnehmerüberlassung ist eins, da kann ich mir vorstellen, dass wir früher zu Equal Pay kommen. Unsere alte Forderung war mal ab dem ersten Tag. Absolut. Aber wir müssen übrigens dann auch aufpassen, wenn wir bestimmte Fragen regulieren, dass sich nicht wie Wasser das einen anderen Weg sucht. Also wenn wir die Arbeitnehmerüberlassung stärker anfassen, dann kommen Werkverträge, da muss man auch aufpassen. Und dann kommt vor allen Dingen, wenn wir es nicht dicht machen, noch mehr sachgrundlose, willkürliche Befristungen. Und da will ich allerdings auch sagen, das haben wir mit der CDU jetzt noch nicht geschafft, aber die willkürlichen Befristungen zurückzudrängen, das bleibt auch unser Ziel. Ich sage nicht sachgrundlos, das ist so ein Technikerbegriff oder ein Juristenbegriff, sondern es geht darum, dass es Befristungen geben wird mit Sachgrund. Also wenn du eine Elternzeitvertretung jemanden einstellst, dann ist das ein vernünftiger Befristungsgrund. Aber diese ganzen Jüngeren, die jetzt nur eins erleben, dass sie sich von Kettenvertrag zu Kettenvertrag handeln müssen, die nie Sicherheit bekommen, geschweige denn, wenn sie eine Existenz gründen wollen, auch mal einen Kredit, weil man nur mit Befristung zu tun hat, das macht eine Gesellschaft kirre. Also, wir müssen Flexibilität und Sicherheit am Arbeitsmarkt auch neu vermessen und das haben wir dann auch vor. Und wie sieht es denn eigentlich mit Equal Pay nach isländischem Vorbild aus, also dass man das per Gesetz verabschiedet? Naja, also wir haben, was die Gleichstellung von Männern und Frauen betrifft, meinst du? Genau. Die Kuriosität, dass bei diesem Gender Pay Gap, also dem unterschiedlichen Bezahlung von Männern und Frauen, das ist glaube ich jetzt irgendwo zwischen, ich glaube um die 19-20% immer noch. Ein Riesenskandal. Das Problem zum kleineren Teil die Lohndiskriminierung für denselben Job, das ist auch noch ein Thema. Wir haben gerade Schauspielerinnen und Schauspieler gerade übrigens gemacht, dass Schauspieler höhere Gagen bekommen als Schauspielerinnen. Das ist wirklich irre. Das kriegst du nur hin mit wirklich absoluter Lohntransparenz. Mhm. Und dann kannst du auch dagegen klagen im Zweifelsfall. Aber das Hauptproblem ist die Verteilung auf unterschiedliche Berufe. Gewerblich, industriell eher männlich geprägt, hoher Organisationsgrad der Gewerkschaften, gute Tarifverträge, Volkswagen, um ein Klischee zu nennen. Soziale Dienstleistungsberufe, Bildung, Erziehung, Gesundheit, eher Frauen. Und die Wertschätzung für soziale Berufe in diesem Land ist zu mies. Obwohl wir da viel mehr Kräfte in Zukunft brauchen. Denn ich sage es jetzt mal so, im Wandel der Arbeitswelt werden wir Folgendes erleben. Du wirst Wandel in der industriellen Arbeit haben, stärker wissensbasiert, Qualifizierung ganz wichtig, sich Neues anzueignen. Du wirst Bereiche erleben, da wird menschliche Arbeit auch durch technischen Fortschritt ersetzt werden. Ganz heftig erleben wir das bei Handel, Banken und Versicherungen, wo Digitalisierung wirklich auch menschliche Arbeit ersetzen kann. Oder hier in Hamburg, ich habe mir das angeguckt, auf der Art und Weise, wie in den letzten Jahrzehnten im Hafen zum Beispiel Container inzwischen fast menschenleer von A nach B bewegt werden. Übrigens toll, dass ihr das Sozialverträgliche hingekriegt habt. Aber du hast einen Bereich, der wird die Nachfrage nach menschlicher Arbeit nicht nur nicht weniger, sondern mehr. Und das sind die sozialen Dienstleistungsberufe. Es ist auch eine Frage der Gerechtigkeit und der Vernunft, dass wir da bessere Arbeits- und Lohnbedingungen schaffen. Und das hat dann auch eine Wirkung auf die Gleichstellung von Männern und Frauen. Man könnte es auch ein bisschen zynischer sagen, wenn in der Kita jetzt schon besser bezahlt würde und in der Pflege, wäre das wahrscheinlich schon ein Männerberuf. Mhm. Aber im weitesten Sinne ist das leider anders. Und ich will nicht erst warten, bis meine jetzt inzwischen 7-jährige Tochter erwachsen ist, bis wir das geändert haben. Denn das ist wirklich eine tiefe Ungerechtigkeit in dieser Gesellschaft, dass es im 21. Jahrhundert noch diesen Lohnunterschied gibt. Und zwar aus einer ganz verrückten Tradition heraus. Im Mittelalter waren soziale Berufe gar keine sozialen Berufe. Da hat man das in der Familie gemacht oder alleinstehende Frauen, die sich Nonnen nannten, haben das gemacht. Nun sind wir aber lange nicht mehr im Mittelalter, sondern im 21. Jahrhundert, aber tradieren immer noch sozusagen die mangelnde Wertschätzung dieser Berufe. Und das kann nicht so bleiben, wirklich nicht. Das schüttelt mich auch. Weil jetzt viele von denen übrigens Applaus bekommen haben in der Pandemie, der aber ziemlich zynisch nachhalt,
wenn daraus nicht auch bessere Luden-Arbeitsbedingungen werden. Absolut. Wir haben unten Flyer, da steht Kohle statt Klatschen drauf. Also insofern auch ein Punkt, den wir uns für den Wahlkampf vornehmen. Aber nicht mehr in Moorburg, habe ich gehört. Nee, Kohle, nee. Das kam tatsächlich auch von dem Lesung. Okay. Dass das mit Kohle ist Geld gemeint. Kohle von Beuys. Okay, Kohle von Beuys. Ich habe hier noch einige Fragen zum Betriebsrätemodernisierungsgesetz. Sumset Banieri, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, schreibt: Danke für das Betriebsrätemodernisierungsgesetz nach der Bundestagswahl in einer neuen, hoffentlich progressiven Koalition. Was wäre eine weitere konkrete Verbesserung dieses Gesetzes, die mit der Union nicht zu machen war? Kommt aus Altona. Ja? Also schön groß nach Altona. Also das Betriebsrätemodernisierungsgesetz, das wir lieber Betriebsräte-Stärkungsgesetz genannt hätten, weil Betriebsräte sind meistens schon ziemlich modern, die muss man gar nicht modernisieren, aber man sollte sie stärken. Hat ein paar Elemente, die Fortschritte sind. Das Wichtigste war uns, glaube ich, Matthias, dass wir dafür sorgen, dass vor allen Dingen die Menschen, die einen Betriebsrat gründen wollen, nicht weiter drangsaliert werden. Weil es ist heute nach Rechtslage schon so, dass es ein Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerrecht ist, einen Mitarbeitervertreter, einen Betriebsrat zu gründen, und es sogar ein Straftatbestand ist, das zu unterdrücken. Aber du hast noch nie von der Staatsanwaltschaft irgendein Verfahren erlebt. Und das liegt daran, dass es ein sogenanntes Anzeigedelikt ist. Das heißt, du musst aktiv als Beschäftigter, der du in deiner Gründungsabsicht einen Betriebsrat zu gründen unterdrückt wirst, zur Staatsanwaltschaft das anzeigen. Das trauen sich viele nicht, weil sie Angst vor Entlassung hatten. Und deshalb war es schon wichtig, dass wir den Kündigungsschutz für die, die das initiieren, gestärkt haben. Da kann ich mir auch weiteres vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass wir das irgendwann nicht mehr als nur ein Anzeigedelikt machen. Das könnte auch ein Offizialdelikt sein. Das heißt, es reicht, wenn die Staatsanwaltschaft davon Kenntnis genommen hat. Es muss nicht angezeigt werden, dass sie mit Ermittlungen beginnt. Das wäre mal ein starkes Zeichen. Das Zweite sind die Mitbestimmungsrechte selbst von Betriebsräten. Und die mussten jetzt nach 20 Jahren dringend erneuert werden. Die letzte Reform war, ich glaube, in der Zeit von Walter Riester, weil wir erlebt haben, dass die Arbeitswelt sich so gewandelt hat, dass die Gefahr lief, dass die Rechte von Betriebsräten gar nicht mehr wurden, sondern unter die Räder kommen. Mitbestimmungsrechte zum Beispiel beim mobilen Arbeitgeber gestärkt haben. Oder auch ein Initiativrecht für Weiterbildung. Da kann ich mir auch noch einen Schritt mehr vorstellen. Wenn wir aber über Mitbestimmung in Deutschland reden, muss man immer zwei Bereiche unterscheiden. Das eine ist die betriebliche Mitbestimmung über das Betriebsverfassungsgesetz und das andere ist die Unternehmensmitbestimmung. Das ist eigentlich auch eine gute deutsche Tradition, dass in größeren Unternehmen es auch Arbeitnehmervertreter zum Beispiel in den Aufsichtsräten gibt. Da kann ich mir auch eine Stückstärkung vorstellen, weil ich jetzt auch ein paar Sachen erlebt habe, wo über den Kopf hinweg von Beschäftigten auch gegen die Arbeitnehmerbank Dinge durchgezogen wurden. Dahinter steckt eine größere Idee von Gesellschaft. Erstens, dass für uns Demokratie nicht am Werkstor endet. Zweitens, dass wir aber auch wissen, dass man Wandel fair aushandeln muss. Eins wird im Wandel der Digitalisierung der Arbeitswelt nicht verschwinden, dass Menschen sehr unterschiedliche Interessen haben. Und wenn es nicht knallen soll, wenn wir Fortschritt wollen und wenn das ein Fortschritt nicht für wenige, sondern für viele werden soll, dann muss man das fair miteinander besprechen. Und dafür braucht es Spielregeln auch in der Arbeitswelt. Es kommt noch, letzter Punkt, noch eins hinzu. Wir haben auch viele neue Entwicklungen in der Arbeitswelt, die sich unseren klassischen Vorstellungen weit entziehen. Zum Beispiel die Tendenz zu immer mehr Plattformarbeit. Also Arbeit, die über Plattformen vermittelt wird. Das ist super, das sind neue Geschäftsmodelle, das macht es für Verbraucher und Verbraucher, was zu bestellen, immer schön einfach. Das macht sogar für manche Selbstständige gut, weil sie Möglichkeiten haben, ihre Dienstleistungen zu vermarkten. Aber wenn das in Scheinselbstständigkeit umschlägt oder wenn die zum Beispiel ihre Interessen gegenüber einer sehr starken Plattform gar nicht vertreten können, dann haben wir ein Problem. Ich will also, dass es ein Zutrittsrecht für Gewerkschaften für solche Plattformen gibt und dass auch Selbstständige, weil wir werden nicht alle zu abhängigen Beschäftigten machen, das Recht haben, sich zusammenzuschließen und gegenüber solchen Plattformen auch kollektiv zu verhandeln. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir, wie gesagt, aus technischem Fortschritt auch sozialen Fortschritt machen. Das hat eine tiefe gesellschaftliche Dimension. Und wir sind eine Partei, die sich progressiv und fortschrittlich nennt. Wir wollen technischen Fortschritt in den Dienst von Menschen stellen. Aber wir werden niemals Digitalisierung mit Ausbeutung verwechseln. Das unterscheidet uns vielleicht von anderen. Daphina, du hast ja jetzt einige Gesetze angesprochen, was auch kein Wunder ist, weil
Hubertus und sein Ministerium haben unglaublich viele Gesetze gemacht, die sie dann dem Bundestag, also dem Sozialausschuss, zugeleitet haben. Wollten nicht, und, dass sie arbeitslos werden. Ja, das, wir waren absolut nicht arbeitslos in dieser Wahlperiode. Aber das Interessante ist, dass wir eigentlich immer Druck gemacht haben und mehr wollten und Veränderungen wollten. Und die Union war praktisch bei jedem Gesetz, und wir haben wirklich unglaublich viele Gesetze gemacht, stand immer so da und hat gesagt, nein, 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 wir wollen es nicht. Und das ist auch extrem ermüdend auf die Dauer gewesen. Und also alles, was wir durchgesetzt haben und was Hubertus durchgesetzt hat, das haben wir wirklich gegen diese Union durchgesetzt. Und wir haben überhaupt keinen Bedarf, dass wir das nochmal weitermachen. Ich möchte, dass Hubertus Sozialminister bleibt und dann die Gesetze macht, so wie er sie genau richtig findet. Matthias, wir haben ja erstens Demut, dass Bürgerinnen und Bürger das entscheiden, und zweitens, der Kanzler Scholz entscheidet, wer in dem Kabinett ist. Aber wenn er mich brauchen kann, gerne. Aber ich will nur sagen, ich habe vor kurzem, jeder von uns kandidiert für den Deutschen Bundestag. Der Nils hier in Eimsbüttel, du in Altona und ich im wunderschönen Gifhornpeine, was nun mal nicht Hamburg ist. Aber wir sind alle immer eingeladen jetzt zur Podiumsdiskussion, entweder digital oder physisch mit den Kandidierenden der anderen Parteien. Und ich hatte vor dem Sommer die Gelegenheit, an dem Gymnasium eine Podiumsdiskussion mit den Mitbewerberinnen und Mitbewerbern zu haben. Und ich muss zugeben, ich habe eine total nette Frau von der CDU. Die heißt Ingrid. Die in deinem Wahlkreis auch kandidiert. In meinem Wahlkreis, die ist über die Landesliste gekommen. Ich habe direkt gewonnen. Die kandidiert wieder. Und wir verstehen uns menschlich einfach super. Das passiert auch manchmal, wenn es um regionale Themen gibt, arbeiten wir auch manchmal gut zusammen. Aber das war so erfrischend, ehrlich, wie die da auf diesem Gymnasiumspodium aufgetreten ist. Da waren Schülerinnen und Schüler, die sich super vorbereitet hatten. Die hatten alle Wahlprogramme gelesen, die haben uns echt Löcher in den Bauch gebracht. Und es hat mir Spaß gemacht, dass du wieder so viele junge, engagierte Leute hast, die sich für Politik interessieren. Und dann hat sie aber ganz ehrlich, die Ingrid, den schönen Satz gesagt, es tut mir leid, ich kann Ihre Fragen nicht beantworten. Ich war im Urlaub, ich habe das CDU-Programm noch nicht gelesen. Und ich musste dann leider sagen, Ingrid, mach dir keine Sorgen, ich kann dich beruhigen, ich habe es gelesen, da steht nichts drin. Du hast nichts verpasst. Aber ehrlich gesagt ist das gar nicht witzig. Denn das Problem von der CDU ist, dass sie gar nichts mehr vorhat. Die sind nun mal Konservative. Aber dass sie weder wirtschaftspolitisch bei der Frage, wie kriegen wir das mit der Energiewende und dem Klimaschutz wirklich so hin, dass wir Erneuerbare ausbauen und Netzinfrastruktur bauen und Wasserstoffleitungen und Elektrifizierung des Verkehrs, da hat die CDU nichts vor. Die unterschätzt diese Aufgabe. Für eine Industriegesellschaft brandgefährlich. Und im Bereich Arbeit und Soziales hat sie kein modernes Verständnis von Arbeitswelt und ist gegen zum Beispiel einen neuen Ordnungsrahmen für mobiles Arbeiten. Ich werfe der CDU gar nicht vor, dass sie das Falsche will, sondern dass sie vor allen Dingen gar nichts will. Ich habe mich heute Morgen in einer Fernsehsendung, die jetzt gerade bei Phoenix parallel zu dieser Sendung hier läuft, aber in der Mediathek nachzusehen, mit einem FDP-Kollegen unterhalten. Der hat ein Konzept zur Rente, das ich nicht teile. Aber immerhin hat er ein Konzept und wir haben auch eins. Die CDU hat keins. Also man kann nicht in diesen Zeiten von Krisen und massiven Veränderungen für ein Land nichts vorhaben. Und neben der Tatsache, dass dir das genervt hat, dass wir uns in den letzten Jahren oft versucht haben zu blockieren, kann ich sagen, ist das der Grund, warum ich inzwischen sehr froh bin, wenn die CDU wirklich mal in die Opposition geht und sich da erholt und neu findet nach 16 Jahren Angela Merkel. Ich meine das sehr, sehr ernst. Wir müssen uns in Deutschland Dinge vornehmen und dürfen nicht uns sozusagen nach dem Motto ungefähr läuft ja schon zurückhängen lassen. Und da ist eine tiefere Wahrheit drin, wenn wir uns die Defizite angucken, die wir jetzt hatten in dieser Krise, dann war das beim Thema Digitalisierung, dann war das bei Infrastruktur, dann war das in der Bildungspolitik. Das sind alles mit Verlaub nette Kollegen, aber Ressorts, die im Moment von der Union verantwortet werden. Und da würde ich mal sagen, sollten wir das in einer neuen Konstellation denen nicht mehr überlassen, damit sie auf neue Ideen kommen. Das ist für die Demokratie vielleicht auch nicht schlecht, wenn die CDU nach 16 Jahren einfach mal Luft holt, um sich neu und selbst zu erfinden. Und vielleicht kommen sie ja auf eine Idee. Die aktuellen Umfragen machen ja ein bisschen Mut, dass wir die CDU, also wir sind noch nicht am Ziel. Wir sehen das total demütig und triumphieren nicht, aber fühlt sich schon gut an, finde ich. Also interessanter, sagen wir mal. Zumindest die Entwicklung, ja. Ja, mal gucken, wie es läuft. Ich weiß nicht, wie diese Wahl ausgeht. Das weiß keiner in diesen bewegten Zeiten. Aber dass das Rennen offen ist und neben der Frage, was du vorhast, welches Programm du hast, natürlich Personen auch eine Rolle spielen. Das darf man nicht verschweigen. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich in Hamburg bin, das sage ich auch in Baden-Württemberg und in Bayern und in Sachsen und in Thüringen. Und die meisten Leute, die ich dann treffe, sagen, stimmt. Wir haben das Glück, einen Kanzlerkandidaten zu haben, der Kanzler nicht nur will, sondern von dem selbst Gegner wissen, der kann das. Und das ist ein Unterschied.
musst in der Politik, das haben wir auch in der Krise erlebt, ja nicht nur eine schöne Idee haben. Du musst sie nicht nur durchsetzen, du musst verhandeln und hartnäckig sein, sondern du musst sie auch administrieren und umsetzen können. Und das ist, glaube ich, etwas, was Menschen jetzt auch spüren, dass wir lange in diesem Wahlkampf zu sehr über Nebensächlichkeiten geredet haben. Also es ist über die falschen Fußnoten von Annalena Baerbock diskutiert worden oder über die Grimassen von Herrn Laschet. Das ist alles nicht wichtig für die Zukunft dieses Landes. Und ich freue mich, dass jetzt auf den letzten Metern es um wichtige Fragen geht, um die Zukunft der Arbeit, die wir heute diskutiert haben, um soziale Sicherheit, um die Frage, wie wir dem menschengemachten Klimawandel entgegenwirken, und zwar indem wir eben nicht nur schöne Ziele propagieren, sondern auch einen Weg finden, das zu erreichen. Um die Rente geht es bei dieser Wahl. Und natürlich um die Frage nicht nur, wer will was, sondern wer kann das. Und deshalb ist es, glaube ich, nochmal spannend geworden, weil Menschen sich ernsthaft mit der Frage beschäftigen, weil doch viele begriffen haben. Keiner glaubt es, dass Angela Merkel jetzt mal aufhört. Die steht nicht mehr zur Wahl. Und wenn ich die Leute frage, Scholz, Laschet oder Baerbock, erlebe ich in den letzten Wochen, ich war viel unterwegs in Deutschland, diesen Zuspruch eben nicht nur in Umfragen. Und das macht uns ein bisschen Hoffnung, aber noch sind wir nicht am Ziel. Wir wollen da noch ein bisschen mehr. Das war ja fast schon ein richtig gutes Schlusswort. Das ist sogar Punktlandung, wenn wir nicht 19 Uhr klar. Ein Anliegen. Na, es ist Folgendes. Ich habe wegen der blöden Fußverletzung konnte ich mich nicht richtig verabschieden vom Ausschuss und von Hubertus und von allen. Und deswegen habe ich ein kleines Geschenk mitgebracht. Und das ist nämlich ein Becher. Ein Becher, hier ist er. Und Hubertus, du hast uns so viele Gesetze geschickt und hier sind die alle drauf. Arbeit und Soziales, muss man reinhalten in die Kamera. Und hier sind Lieferkettengesetz, Teilhabestärkungsgesetz und alles Mögliche ist da drauf. Und diese Tasse, dieser Becher soll dir zeigen, dass wir in dieser Wahlperiode im Sozialausschuss das Leben in unserem Land besser gemacht haben. Und das ist immer, wenn du morgens Kaffee trinkst, super, sollst du daran denken. Danke, das wird sofort eingeweiht, weil ehrlich gesagt muss ich zugeben, ich weiß nicht, wie es euch geht, im Wahlkampf, Jusos, Bundestagskandidaten, Abgeordnete. Kaffee ist der wichtigste Treibstoff für jeden Wahlkampf. Insofern ist das ganz, ganz furchtbar. Und dann ist so viel Aufwand ist, sowas zu machen, haben wir ein paar mehr gemacht und deine Staatssekretäre und die kriegen auch alle. Super, danke für die Tassen. Lass die Tassen im Schrank, liebe Genossen. Ja, ich sehe das tatsächlich, studiert Jura und bekomme natürlich bei meinen ganzen Ergänzungslieferungen, also unabhängig davon, dass mich das ja als Juso sowieso politisch begleitet und ich das befolge, kriege ich auch immer die ganzen Ergänzungslieferungen und da stehen da, ich habe nämlich Schwerpunkt Sozialrecht, dann ja auch die ganzen neuen Gesetzentoppen drin. Oh, da musst du immer. Ja, ja, das ist tatsächlich etwas mühselig, aber gut. Wichtiger ist es ja, dass die Ergänzung gemacht wurden. Ja, dann bedanke ich mich für die interessante Veranstaltung. Ich fand es wirklich sehr aufschlussreich. Ich hoffe, dass Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mitbekommen haben, ja, was wir in dieser Legislatur alles Wichtiges umgesetzt haben und was wir uns aber auch vornehmen. Hubertus hat es eben ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Wir haben nämlich die Antworten, wie wir einen Sozialstaat reformieren und ausweiten wollen. Wir haben da die richtigen Antworten, um eine gute Zukunft möglich zu machen. Und vielen Dank ja auf jeden Fall an unsere Gäste, dass ihr euch heute hier die Zeit genommen habt. Natürlich an Sie, dass Sie hier zugeschaut haben. Und die Fragen, die wir hier nicht beantworten konnten, können Sie gerne nochmal per Mail schicken. Die beantworten wir dann natürlich auch im Nachgang. Vielen Dank Vielen und Dank. Schönen Abend. Ciao. Wir bedanken uns. Tschüss. Tschüss.